Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und wir wollen heute gemeinsam schauen, wie man mit dem Thermomix eine schöne steife Sahne hinbekommt. Wer online ein bisschen unterwegs ist, wird öfter hören, Sahne im Thermomix klappt nie, habe ich längst aufgegeben. Sahne wird immer Butter. Sahne, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und dann gibt es natürlich auch die Stimmen, die sagen, bei mir klappt die Sahne immer, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Jetzt wollen wir mal hinter die Kulissen schauen von den Personen, die sagen, bei ihnen klappt es immer. Was machen die richtig? Was machen die anderen falsch? Und am Ende des Videos sollt ihr alle in der Lage sein, jederzeit mit jeder Sahne eine schöne steife Sahne zu schlagen. Und zwar mit dem Thermomix. Dann braucht ihr keinen zusätzlichen Mixer, kein Handrührgerät oder ähnliches. Was ist also das Geheimnis? Mein Geheimnis beim Sahneschlagen im Thermomix ist eigentlich kalt, kalt und kalt. Das heißt, die Sahne muss kalt sein und möglichst auch der Mixtopf und der Schmetterling darin. Ist die Sahne wärmer als 10 Grad, könnt ihr von vornherein vergessen, dass ihr damit Sahne schlagen könnt. Auch nicht mit dem Mixer oder mit dem Handrührgerät. Das wird einfach nichts. Sahne über 10 Grad steif schlagen, könnt ihr abhaken, funktioniert nicht. Also die erste Voraussetzung ist, dass eure Sahne im Kühlschrank steht. Mein Kühlschrank steht hier links von mir, ist eingestellt auf 4 bis 6 Grad. Und die Sahne, der Sahnebecher, steht da jetzt seit ca. 5 Stunden und kühlt einfach für sich hin. So, die zweite Voraussetzung, deswegen ist mein Thermomix auch ein bisschen nackt im Moment, ist, dass der Mixtopf mit dem Schmetterling oder dem Rühraufsatz, wie immer man es nennen mag, auch im Kühlschrank steht. Der ruht da drin seit 30 Minuten und kühlt auch. Soll es mal schnell gehen und ihr habt diese 30 Minuten einfach nicht, könnt ihr auch den Mixtopf mit dem Rühraufsatz mal für 5 Minuten ins Tiefkühlfach stellen. Er sollte natürlich dann nicht tiefgefroren und mit Eis geschlagen sein, also wirklich nur ein paar Minuten. Ne? So, was ist noch ein Problem beim Sahneschlagen? Der Fettgehalt der Sahne. Je niedriger der Fettgehalt, umso schwieriger ist es, eine schöne, steife Sahne hinzubekommen. Ja, ich werde nachher mich dem Hardcore-Test stellen und eine Rama-Creme fein mit 19% Fettgehalt steif schlagen. Ich hoffe, es klappt auch. Vorführeffekt. Normalerweise ganz normale handelsübliche Schlagsahne aus dem Becher, egal von welcher Marke, hat in der Regel 30 bis 32% Fett. Es gibt auch Sahne, die hat sogar 35%. Je mehr Fett, desto einfacher ist nachher die Arbeit für euch. Ne? Aber ich würde trotzdem immer vorschlagen, auch den Mixtopf mit dem Schmetterling zu kühlen. Umso einfacher ist nachher die Arbeit und ihr werdet ein schönes Ergebnis erhalten. Was ist noch wichtig beim Sahneschlagen? Die Menge. Habt ihr in eurem Rezept zum Beispiel stehen, ihr sollt nur 100 Milliliter, 100 Gramm, 150 Gramm steif schlagen, wird das auch schon schwierig. Je geringer die Menge, desto schwieriger das Schlagen. Ne? Also man sollte mindestens 200, 250 Milliliter in den Mixtopf geben, damit der Rühraufsatz oder der Schmetterling auch was zum Schlagen hat, weil er wird nachher Luft in diese Sahne schlagen und daraus entsteht dieser schöne Sahneschaum letztendlich. Und wenn das zu wenig Flüssigkeit und zu wenig Sahne ist, wird es wahrscheinlich nicht klappen. Wenn ihr die Sahne nur für ein Backrezept braucht, zum Beispiel zum Unterrühren oder ähnliches, ist es dann auch gar nicht so schlimm, wenn die Sahne nicht ganz steif ist, wenn sie noch ein bisschen flüssig ist. Das werdet ihr nachher am Backergebnis nicht merken. Braucht ihr die Sahne aber zum Beispiel zum Dekorieren auf einem schönen Stück Torte oder für einen Eisbecher, überall, wo man einen festen Sahneschaum braucht, da solltet ihr dann Minimum 250 Milliliter, Maximum 600 Gramm in den Mixtopf geben. Wenn es zu viel wird, funktioniert es auch nicht mehr. Das wisst ihr, der Mixtopf hat sein begrenztes Volumen. Wenn ihr eine besonders feste Sahne braucht oder wenn die Sahne nicht sofort verwendet werden kann, könnt ihr die Sahne nach dem Schlagen natürlich im Kühlschrank aufbewahren. Und wenn die Konsistenz der Sahne fest bleiben soll, empfiehlt es sich natürlich, ein Päckchen Sahnesteif hinzuzugeben. Das macht ihr dann am besten kurz bevor nachher die Sahne im Mixtopf fest wird. Das zeige ich euch aber nachher noch. Ich verwende keine Sahnesteif, aber ich sage euch, wann der richtige Zeitpunkt dafür wäre. So, jetzt haben wir aber genug geredet. Wir schreiten jetzt zur Tat. Sprich, ich werde jetzt aus dem Kühlschrank meinen Mixtopf holen. Der Schmetterling ist eingesetzt und die Sahne. Bis gleich! So, willkommen zurück. Ich habe meinen Mixtopf, der schön kalt ist. Ich habe meine Sahne, die schön kalt ist. Und jetzt versuchen wir mal, ob das auch wirklich klappt. Wir geben also, kurz durchschütteln, die Sahne in den Mixtopf. Das sind jetzt 250 Milliliter.
schließe natürlich den Deckel. Die Zeiteinstellung bleibt auf 0, weil wir werden gleich auf Sicht arbeiten. Der Mixtopf-Einsatz bleibt auch weg, weil es soll ja Luft in die Sahne geschlagen werden. Und wir werden ja gleich in den Mixtopf hineinschauen, wie unsere Sahne sich entwickelt. Bleibt sie flüssig, wird sie fest, ist sie Butter. Und den Rührer stellen wir auf Stufe 3. Und damit es einfach nicht rausspritzt, lege ich einfach ein Küchentuch drauf. Das kann ich dann auch gleich einfach wegnehmen. So, los geht's. Wir sind jetzt bei 25 Sekunden und man hört jetzt schon deutlich, dass das Plätschern des Rührers mit der Sahne nachlässt. Das Geräusch verändert sich einfach. Ich nehme jetzt das Tuch weg und schaue jetzt hinein und sehe, die Sahne wird schon langsam steif. Jetzt nach ca. 40 Sekunden gebe ich einen Teelöffel Zucker hinzu und jetzt wäre auch der richtige Zeitpunkt, um Sahne steif dazu zu geben. Wir sind bei 50 Sekunden. In der Regel braucht die Sahne je nach Fettgehalt zwischen 45 Sekunden und 3 Minuten. Warmer Creme Fine mit den 19% braucht natürlich etwas länger. Wir sind jetzt bei 1 Minute 40. Das Plätschern lässt deutlich nach und ich kann durch die Öffnung des Mixtopfs sehen, wie die Sahne langsam fest wird. So, 2,5 Minuten. Ich schalte mal aus. Ergebnis. Barmer Creme Fein ist jetzt noch leicht flüssig, muss ich zugeben. Ich mache einfach nochmal eine halbe Minute. Ich schalte jetzt mal auf 3,5. Denkt aber dran, mit dem Schmetterling nie mehr als Stufe 4, weil dann hebt der Schmetterling ab und ihr zerstört den und stattert den einfach. Euer Schmetterling ist dann unbrauchbar und ihr müsstet euch einen neuen bestellen. So, gut, es hat heute ausnahmsweise länger als 3 Minuten gedauert. Wir sind jetzt insgesamt bei 3 Minuten und 38 Sekunden. Da muss man einfach ein Gefühl für entwickeln. Jetzt ist die Sahne aber schön steif. Das Ergebnis. Hier sieht man auch schön am Schmetterling, die Sahne ist fest, läuft nicht. Ich mache mir die jetzt in ein Schüsselchen und eigentlich brauche ich halt gar keine Sahne. Ich muss gleich mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht ein Eisbecher, ein Stück Kuchen. Ich glaube, ich habe noch Apfelkuchen im Kühlschrank. Dann gibt es halt heute zum Mittag, denn es ist 11.21 Uhr, Apfelkuchen mit Schlagsahne, ob mein Mann jetzt will oder nicht. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Viel Spaß beim Sahneschlagen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat und wie das ab sofort bei euch mit dem Sahneschlagen klappt. Bis bald, eure Christina.